Meine liebe Freundin, mein lieber Freund. Markus Heinze schrieb in seiner Telegram-Gruppe: Oh, schaut doch mal, was sagt denn der Drosten da? Am Mittwoch, den 9. September, gab es eine Anhörung des Gesundheitsausschusses. Und der Drosten wurde dazu gefragt, ob aus seiner Sicht die Feststellung einer nationalen epidemischen Lage nicht zurückgenommen werden könnte. Und er hat geantwortet. Ich würde Ihnen am liebsten fragen, Herr Drosten, die Kinder müssen in der Schule Masken tragen. Wir müssen beim Einkaufen Masken tragen. Dann ist das Ganze doch sicherlich wissenschaftlich gesichert. Was sagen Sie dazu? Und es gibt einen anderen Punkt, den man nicht von der Hand weisen kann. Das ist, wir wissen nicht, ob nicht die Verwendung von Alltagsmasken in großer Verbreitungsweite, ob das nicht dazu führt, dass im Durchschnitt die erhaltene Virusdosis in einer Infektion geringer ist und dass im Durchschnitt deshalb Krankheitsverlauf auch wenig schädlich sein könnte. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen. Dazu gehören sehr viele asiatische Länder. Und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen. So kann ich es zusammenfassen. Und meine Einschätzung ist auf dieser Basis eben überhaupt nicht, dass sich die Grundsituation verändert hat. Nicht wissenschaftlich belegt. Eigentlich gar nicht belegt. Also eigentlich sinnlos. Dann könnten wir das doch gut sein lassen. Wir sollten das einfach sein lassen. Die Polizei Berlin scheint eh schon zu wissen, dass die sinnlos sind.